So, wir kommen zurück, dann machen wir hier mal ganz spritzig weiter. So. Ah, ich liebe diese Geräusche. Ui, was haben wir denn hier? Die Zeitung 1917 zur Ehre des Helden in der vorigen Schlacht auf dem Gebirgspass. Wie ist der Korporal Johnson einen Helden tot gestorben? Sein Panzerverein, der erste, der die germanische Verteidigung gesprochen hat, das hat den verzweifelten Soldaten neuen Mut gemacht und Hoffnung gegeben, um den Sieg in einer kleinen, aber wichtigen Schlacht zu erringen. Den Helden wurde das Victoria-Kreuz verliehen. Sein Mut wird für immer in unser Gedächtnis und sein Helden in unseren Herzen bleiben. Ich möchte auch seine hinterbliebenen Verwandten, Jamie, den Vater der Quake Bay, Evelyn Johnson ist der Mutter Jill und den jungen Bruder Lance, mein Beileid, bekunden. Okay. Hört sich nicht gut an. Tja, da drum liegt so scheiße, ey. So sieht's ja schon mal richtig cool aus, ja. Okay, das müssen wir anders machen. Ist hier erstmal weiter interessant, jetzt nicht. Wir gucken mal oben. Dummerweise habe ich hier auch kein Licht. Taschenlampe habe ich überhaupt nicht. Und hier hinten geht's noch lang. Alter, das ist schon riesig hier, groß. Well, kid. How do you like our new guest? Nothing great, I must admit. But I do think that you two will become friends. No, don't scream, Salad. I know very well that you always have very few friends. Well, at least this one time for my sake. But, Joseph, you remain a disobedient little boy. No, don't argue. Let's go visit our new friend. He must already be tired of waiting for us. Keine Ahnung, was der von mir will, ey. Das ist so riesig. Ja. Hier haben wir ein Bild. Können auch irgendwie auch keine Türen aufmachen irgendwie. Ah, hier liegt schon Blut, ey. Ach, können wir rinspazieren, ja. Also ich habe keine Ahnung, was mich hier noch so weiter erwartet, habe ich keine Ahnung, ey. Achtung, Achtung, der Fangsroter Baum öffnet ein Wellnesshotel für früher. Wo früher sonst ein Herrenhaus war. Nur bei uns der beste Service, die bequemsten Zimmer und ein traumhaft schönes Intrine. Ja, keine Ahnung, das Hotel bietet eine Bar, Bibliothek, Sauna, vieles mehr. Wenn Sie unsere Stadt besuchen, freuen wir uns in unserem Hotel im Stil des 19. Jahrhunderts willkommen zu heißen. Laut Regeln des Fonds werden alle Einnahmen zum Schutz der Umwelt verwendet. Wenn Sie in unserem Hotel bleiben, schenken Sie großen Eindrücke und helfen der Natur. Ja. Dass das ein Herrenhaus ist, das weiß ich ja. Aber dass das so dreckig ist, das wusste ich nicht.
man wisst nicht, was dir immer hinter jeder Ecke lauert. Na, ich bin schon wieder über die Lichter ausgegangen. Ja, wie gesagt, rennen kann ich hier irgendwie nicht. Ja, Alter, bringt mich noch um hier mit eurem scheiß Licht, Alter. Fuck it, ey. Oh, hier haben wir eine schöne Leiter, die geht hier so sehr. Oh, und auch da hoch und dann noch so langsam, ey. Ja, ob das so gut ist. Gucken wir mal. Ein Schlüssel. Den brauchen wir auf jeden Fall, aber frag mich jetzt nicht, welche Tür. Na komm, ich werde mal ein bisschen springen, dann geht hier ein bisschen schneller. Boah, die Geräusche sind schon krass irgendwie. Wenn jetzt hier einer um die Ecke springt, ja, das wär ein bisschen Hammer, ey. Ein bisschen zu krass, ey. So, dann sind wir ja schon mal richtig in Luft mit dem Schlüssel, das ist schon mal sehr geil. Da haben wir schon mal eine Tür. Hello dear viewers, today in our studio we have Eric Lavier, the best friend of Carrie Johnson, killed a few months ago under unknown circumstances. Tell me Eric, how long have you known Mr. Johnson? Hello. I knew Carrie since childhood. He was always a good guy. Never refused to help others. My wife and I often visited him at home at his huge family mansion. Thank you, Eric. Can you tell us something else about your deceased friend? You know, I find it hard to believe that he is no longer with us. And as for what they did to him. See, Kerry was a military man, very strong and courageous. And he could always stand up for himself. So I still do not understand how this all happened. Tell me, Eric, was there anything strange about Carrie's behavior before the murder? The strange thing is that there was nothing strange. People often have a feeling that someone is watching them, like some strange premonition. There was nothing like this in Carrie's case. Yes, he was feeling depressed, but he never lacked willpower and courage. Thank you, Eric, for coming to our studio. 1960, meine Damen und Herren, die Aufhebung der französischen Sprache in der Schulzeit ist, dass unser Volk sich nicht mehr für unsere Vergangenheit und unsere Heimat interessiert. Trotzdem, mein Vater, Großvater und sind Angehörige des Königs. Wir haben unsere Kinder Französisch gelernt, weil sie unsere Geschichte beachten. Wenn das Gesetz in Kraft tritt, musste ich meine neugeborene Enkel nach Quebec schicken, damit er Französisch lernen kann. Die Sprache, die sage und schreibe die Hälfte unseres Landes, sprich, ich bin gegen das Gesetzes über Aufhebung der französischen Sprache, obwohl ich Engländer bin. Lance Johnson, Mitglied des kanadischen Parlaments. Treppe. Ach, schneller hier hoch hier mit dir.
Okay, da geht's schon erstmal weiter. Da kommen wir nicht durch, also müssen wir doch hier lang. Boah, 4.12.75, liebes Taro, ich möchte dich an meinem an meiner Freude teilhaben lassen. Heute habe ich den Hauptpreis in der Schießbrücke gewonnen. Jessica war so froh, als wir angekommen sind. Sie ist so schön und ich will immer sie beschützen. Ich habe mich sogar dazu entschieden zu boxen, obwohl alle Nachbarjungs Eishockey spielen. Mein Vater gefällt das überhaupt nicht, aber meine Großvater hat sich sehr gefreut. Er sagt, ich kann eine gute Militärkarriere machen wie mein Vater und Bruder. Zurzeit will ich nicht in der Zukunft blicken. Zuerst muss ich Schule abschließen, dann sehe ich weiter. Boah, fuck it, ey, ein ganzer Kommunist, manchmal die Scheiße. Boah, 22.05.91, Schuss, mein Tagebuch. Ich lasse dich zu Hause, während ich selbst in den Irakkrieg sehe. Mein Vater hat Angst, dass ich nicht zurückkomme, aber ich fürchte mich nicht vor dem Tod. Ich bin in einem Alter, in welchem ich ohne Frau und Kinder nichts habe, zu denen ich zurückkehren könnte. Und vielleicht ist mein Tod in irgendeiner Form von Nutzen. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht zurückkommen werde und habe deshalb mein Testament aufgesetzt. Im Falle meines Todes überschreibe ich meinem Besitz einschließlich meines Hauses Abwesenheit an den Wohltätigkeitsfonds Roter Baum, wo mein Freund Erik arbeitet. Mein Vater weiß davon noch nichts, aber ich glaube, er hat nichts dagegen. Morgen bin ich schon weg, daher muss ich jetzt schlafen gehen. Lebe wohl, mein Tagebuch oder Tagesbuch oder irgendwie so. Kelby's Office, also irgendein scheiß Büro. Komm ich nicht mal rein, ey. Scheiße. Oh, ein Fahrstuhl, den hätte ich beinahe nicht gesehen, ey. He said, I will not leave until I learn something. I don't believe him, but it pays to be more careful. Maybe I can discover something really important. Wird Zeit, dass jemand Schwächerpunkt kommt irgendwann? Da ist erstmal keiner, sehr schön. Ich denke mal, ja. Müssen wir wohl hier runterspringen. Recently there was a mysterious murder in our city. Gary Johnson was killed, the sole owner of the ancestral mansion of the Johnsons. According to Detective Somers, who is investigating the murder case, so far they have found virtually no evidence. No one in the house heard any screams and the doors were locked from the inside. The only thing that can be said, Mr. Johnson tried to defend himself.
It is not even known how many attackers there were, nor the exact time of the attack, nor the motive of the criminals. The body was discovered only after the governess sensed strange odor coming from the office and called the police. Radio Liberty reports. Also bis jetzt war noch kein Speicherpunkt, ey, ich werd verrückt, ey. Oh, freut mich, dass da einer steht. Naja, drücken wir mal den Scheißhebel, ne? Ich kann nicht speichern, ey. Scheiße. Hier kommt ewig kein Speicherpunkt. Ist natürlich ätzend, ey. Oh, eine Treppe. Leiter. Ist gar keine Scheiße. Well, you finally did it. Well, we'll have to do without Joseph. Anyways, he's still too small to look at the broken body. You can't escape this time. Now I will get my revenge. Dann tut ihr für eine Scheiße. Don't hope for mercy. Don't play with me. It's bad to trifle with me. Oh man, ey. Die muss ich jetzt irgendwie umbringen, oder was? I'm warning you for the last time. Mann, ey. Muss ich vielleicht R drücken, oder? Also. Das habe ich nicht. Okay, was passiert jetzt?
Musikern. Ich kann hier nur strücken, ey. Ah, scheiße. Was muss ich machen? Scheiße. Keinen Speicherpunkt hier, ey. Hallo Erik, mein Freund, das wirst du nicht glauben. Ich habe ein Kind adoptiert, das der Sohn meines gefallenen Kollegen. Würde ich jetzt sicherlich überraschen, aber mein Gott, ich bin so glücklich. Ich hoffe, dass ich ein guter Vater sein werde. Wenn du Zeit hast, komm und besuchen. Ich möchte, dass du ihn kennenlernst. Übrigens, der Junge heißt Josef. Er speichert. Ja, Gott sei Dank. Machen wir auf jeden Fall im nächsten Part weiter. Haut da rein, bis dann.